Hallo zusammen. Heute wir sind im Hockenheim bei Final ADC GT4 Germany. Das ist die letzte Serie von Saison. Diesmal wir haben absolut Ukraine-Team-Fahrzeug, weil zweite Fahrer aus Kiew. Das ist Ivan Piklin, das ist junger Fahrer, GT3-Fahrer. Mit wem fahre ich Ende Oktober vier Motorsport Games im Team Ukraine mit GT3? Hello everybody. Today we are here in the Hockenheim Ring for the last round of the ADAC GT4 Germany Championship. Today we have two free practices. It's raining and raining quite heavily, but let's see what we can do and let's go. Das macht mir mega Spaß, weil Ivan sehr guter Fahrer. Leider GT4-Fahrzeug für ihn was Neues und der ist erstmal bei Hockenheim. Aber ich hoffe, der wird schnell adaptiert und kann zeigen gute Resultate. Ja, witzig, immer wenn regnet ist, gehen wir schwimmen, nicht fahren, schwimmen. Differential. Und jetzt Team macht große Aktion. Wir müssen ein Auto nach Nürburgring bringen, im Team, im Stall und dann Auto tauschen gegen ein anderes Fahrzeug. Schade, die zweite Freitraining können wir nicht fahren, aber ich hoffe, bis heute Nacht abends wird alles fertig und morgen können wir Qualify und Rennen fahren. Läuft zweite Training bei GT4 Germany. Leider ich bin nicht im Race overall, weil unser Auto hat technische Probleme. Leider, ich habe bestimmt seit gestern heute nur 10-15 Minuten insgesamt gefahren. Ja, morgen müssen wir pushen ohne Training, ohne Praktik, direkt im Qualify. Morgen, Samstag, Qualify 1 fahre ich und mit neuem Auto, unser Auto Differential kaputt. Leider ohne Training, ohne Vorbereitung muss ich gleich starten. Gucken wir. Qualify ist vorbei. Eigentlich ich bin zufrieden mit dem Resultat, weil wir haben keine Praktik, keinen Testtag. Sofort im Qualify gefahren. Rundezeit ist okay. Wir sind im Trophy-Wertung alle zusammen, alle Fahrzeuge eine nach anderen. Deswegen im Rennen können wir auch was zeigen. Und Auto läuft gut, Wetter perfekt. Freue mich auf erste Rennen. Bis später. Ciao. Was bedeutet für mich ADAC GT4 Germany? Das war ein Jahr voll Full-Saison für mich mit GT4-Fahrzeug. Klar, das ist Serie nicht einfach, weil alle Fahrer gut sind, alle Fahrer schnell, sehr starke Konkurrenz, aber mit so Performance, ja, du kannst immer Schritte nach vorne machen, immer sich verbessern. Das heißt, das war gute Basis, gute Vorbereitung für nächste Saison, für nächste Serie, welche kann ich auch mitfahren. Wir sind noch überlegen, welche Serie und was machen wir nächstes Jahr. Das wird eine kleine Überraschung für alle, aber das zeigen wir und erzählen wir das ein bisschen später. Danke, weil super Atmosphäre, super organisiert. Meine Empfehlung zum jungen Fahrer, wenn haben Sie die Möglichkeit, kommen zum GT4 Germany.
herzlich willkommen, weil das echt eine Stufe zum GT3-Serie, zum GT Masters oder DTM, weiß keiner. Aber das ist sehr, sehr gut und sehr, sehr professionell. Sonntag. Wir sind immer in Hockenheim und nach zweiter Quali vorbei. Vanya hat gerade Qualify gemacht. Die hat seine Rundezeit gefunden, war ein sehr gutes Resultat. Leider alle Fahrer hier sehr, sehr stark und die war Zeit, wo die war P2 und dann war P16. Aber drei Minuten zum Ende bis P25. Sag, wie war deine Qualify? The qualifying went pretty well, except that I caught the traffic on the fast lap. That's why I think I could improve and improve quite a lot. But generally, the balance of the car was nice. The team did amazing job, and not super happy with the result. But we have a pace in the race, so we will gain it up. Gestern war Rennen 1 und ja, ich habe Start gemacht. Meine Gruppe war alle Porsche. Porsche sehr stark auf dem Gerade, auf Parabolika war keine Chance. Ich habe versucht, Konstanz Rundezeit haben und eigentlich geklappt. Bei mir war alles in Ordnung, kein Fehler, absolut. Bis Pit Window Open haben wir alles gut gemacht. Dann Fahrzeug habe ich zum Ivan übergeben. Sag mal, wie war bei dir Rennen gestern? Yes, so I jumped in the car and we were P4 in the class. So I entered on the track right behind the P2 and P3 Porsche. Yeah, as Evgen said, the Porsche is very, very quick here on the straights. Our difference is like 7 or 8 kph on the straight, which is a lot. I start fighting with them, then I overtook both of them in one corner. I was very lucky, and then my pace was a lot faster than theirs. I made a gap. But then, unfortunately, I was looking for the limits of the car and I made a mistake. I slid into the gravel. Hopefully, I didn't went into the wall and I managed to come back on the track. And then, yeah, catch up the P2, but then it's a small misunderstanding. Yeah, we finished P3. But generally, the race was good. The race pace was very nice. And most important that we have some nice laps and nice battles and we are ready for today. Heute ist Rennen 2, Nachmittag, und ich wünsche viel Glück zum Start und dann
mein Team, zweites Team und dann schauen wir. Das ist das letzte Rennen in dieser Saison, das ist Final ADAC GT4 Germany. Ich wünsche viel, viel Glück Mike und Hugo, weil heute wir drücken Daumen. Ich glaube, nicht ich glaube, das liegt von Meisterschaftswertung. Und deswegen, ich drücke Daumen für beide Fahrer, für beide Teamkollegen. Ja, wenn ProSport Meister dieses Jahr, das freue ich mich sehr, sehr, sehr. Dann bis später. Viel Glück. Ja, für uns lief das Rennen gestern ganz gut. Wir haben einen soliden 5. Punkt nach Hause gefahren. Hugo hat die Spannung ein bisschen höher gehalten, dass wir heute den Titelkampf austragen. Hatte heute einen super Qualifying. Starten wir heute vom Pole. Und ja, ich denke mal, das Ziel wird sein, das Rennen zu gewinnen. Wir machen unser Ding und dann schauen wir, dass wir das Beste aus dem Rennen rausholen. Ja, auf jeden Fall. Wir werden versuchen, jetzt einfach im Rennen unser Bestes zu geben. Nochmal als Abschluss der Saison ein Podium rauszufahren. Das wäre natürlich ein tolles Erlebnis. Und ja, wir werden gleich versuchen, das umzusetzen. Schrott zu beenden. Ja, wir sind am Punkt, wo alles ist vorbei. Die ganze Saison ist vorbei. Letzte Rennen im Sonntag in Hockenheim auch ist vorbei. Leider für unser Fahrzeug, das ist Unglück, aber für Fahrzeug Mike und Hugo mega Glück. Der ist Meister geworden, die Championship gewonnen und ProSport Meisterschaft gewonnen. Das mein herzlicher Glückwunsch zum ganzen Team und zu Mike und Hugo. Und unsere Rennen leider miss passiert. Vorletzte Runde. Ich habe Kontrolle verloren vom Fahrzeug und war auf sehr hohe Geschwindigkeit über 200 im Goal gekommen. Und Fahrzeug echt sehr stark beschädigt. Aber das ist Rennsport. Das gehört zum Rennsport. Wir können nichts machen. Ja? Manchmal haben wir Glück, manchmal Unglück. Und Ivan hat auch sehr gut sein Wochenende gemacht, hat sehr gut Resultat gezeigt. Und ich hoffe, 4 Games wird nur positiv. Kein Crash, keine schlechten Nachrichten. Machen wir alles gut. Da, meine? Ja, ja. Yeah, the race was very difficult. We were very unlucky today with everything. But for us it was a practice race before the FIA Games. And I think it's the most important that we get. We know each other now in the car, we know how to work together, what we should improve, and for sure we are ready for the next week for the FIA Games in the Puri car, and we will push and hopefully we will bring the P1 home. So thank you very much, cheer up Ukraine, and let's see you there. Bye. Bye bye, ciao, bye.
Leider, das war Ende von Saison, so mit Crash, mit schwerem Crash und Fahrzeug war sehr beschädigt. Meine Laune war tief und dann war nach hoch, weil im Gesamtwertung von Trophy-Wertung, ich bin Dritte gewesen und dann haben wir Abendsiegerung, wo ich bin Pokal gekommen, gesamte Wertung P3 und das hat mir sehr gute Laune gemacht und dann ich bin ich glücklich nach Hause gefahren. Die neuen ADAC GT4 Germany Champions für Mike David Ortmann und Hugo Sasse. Aber ganz wichtiger Event von dieses Jahr, unsere Highlights, der kommt als nächste und letzte Race dieses Jahr, 4 Motorsport Games dieses Jahr in Frankreich im Paul Ricard. Und wir sind im Team Ukraine mit gleichen Fahrer, mit Ivan Peklin. Im Aston Martin mit dem gleichen Team ProSport im GT3. Ich bin stolz, im Team Ukraine, in Farbe von Ukraine, auf der Rennstrecke fahren. Ich wollte nochmal sagen, vielen, vielen Dank zum ganzen Saison. Wer war mit? Wer hat alles geguckt? Wer hat uns geschrieben? Hat mir mega Spaß gemacht. Und ich wollte euch sagen, tschüss. Und nächste Serie, das ist 4 Motorsport Games. Tschüss.